Selbstgemachte Kunstköder. Was können die selbstgemachten Kunstköder? Wo setzt man sie am besten ein? Wie setzt man sie am besten ein? Wir gucken uns einfach mal die wichtigsten Kunstköder an für die Yama. Und zwar heute hauptsächlich die verschiedenen Blinkerarten. Also, ich stehe hier gerade an der Yama und habe hier in der letzten Stunde zweimal an den verschiedenen Spots ein bisschen was getestet. Die Stellen, die zeige ich gleich. Die Köder gehen wir natürlich auch jetzt gleich im Detail durch. Was ich bisher noch nicht getestet habe, war der gute alte Zander Kunstköder. Ein absoluter Klassiker eben auch hier für die Yama. Absolut lohnenswert. Also das Teil sollte man immer mal wieder mit testen, gerade wenn man Spots sucht und vor allem auch sucht, welche Fischarten sind denn so allgemein an diesem Spot. Denn das Gute an diesen selbstgemachten Ködern, sie haben eine super breite Spanne an verschiedenen Fischen, die sie anlocken. Das heißt, wir können, wenn wir hier durch die verschiedenen Spots so durchdrillen, sie können verschiedene Arten von Fischen auch immer ansprechen. Zack, und die gehen dann gerne auch drauf. Das heißt, man sieht einfach relativ schnell, welche Fische sind an diesem Spot. Und dann kann man immer noch sagen, alles klar, ich gehe mal jetzt so ein bisschen gezielter auf den oder den und den Fisch. Dementsprechend baut man dann das Setup vielleicht nochmal um oder optimiert dann eben seine Köder und so weiter und so weiter. Also Riesenvorteil von diesen selbstgemachten Ködern, wie zum Beispiel der Zander Kunstköder. Relativ simples Teil. Kann man auch ziemlich schnell herstellen in der Kunstköderherstellung. Wenn du Fragen hast zur Kunstköderherstellung, da ist nochmal das Video. Meine ersten Schritte auch beim Kunstköderherstellen. Ich habe recht spät jetzt damit erst angefangen. Bin auch noch gar nicht so weit durch. Kunstköderbeschaffung. Wo sind wir hier jetzt? Bei 81%. Aber das alles in einem durch. Also das hat gar nicht so lange gedauert. Also so viel schafft man in kürzester Zeit. Und es ist auch alles in allem gar nicht so teuer gewesen. Also wenn du Bock hast auf Kunstköderherstellung, wenn du keine anderen Sorgen mehr hast im Game, also ein gutes Setup, eine gute Basis, genug Kohle verdienst, dann kann man auch mal in sowas reingehen. Und natürlich ist es leichter, wenn man dann auch Premium-Zeit hat, denn dann bekommt man schneller Skillpunkte. Ja, was habe ich die ganze Zeit versucht? Ich habe die ganze Zeit bisher probiert mit den westsibirischen Blinkern. Das sind die etwas kleineren. Also es gibt zwei Varianten von den westsibirischen, die großen und die kleinen. Ich habe die etwas kleineren genommen. Gucken wir uns auch gleich nochmal eben an. Und damit habe ich jetzt die letzten 30 Fische habe ich rausgezogen. Und das einmal in den Abendstunden und dann nochmal in den Morgenstunden. Hier an der Yama funktioniert es halt am besten ab, sagen wir mal, ungefähr 4 Uhr morgens bis 22, 23 Uhr. Danach in der Nacht ist hier für viele Fischarten einfach Flaute. Ich mache es in der Regel so, dass ich in der Zeit aktiv bin und dann überlege, okay, ist der Spot attraktiv oder nicht? Ich teste es quasi eine Tageszeit von 4 bis 23 Uhr und dann, wenn es nicht so ergiebig war, wechsle ich in der Nacht den Spot, laufe dann etwas woanders hin, habe dann genug Zeit, mir nochmal eine neue Stelle rauszusuchen in der Nacht und teste dann erneut ab 4 Uhr morgens den nächsten Spot. Gucken wir mal eben rein hier in den Kescher. Also, das waren hier die ersten 10 Minuten anfangs und das war soweit okay. Dann gab es eine kleine Pause sozusagen. Die Nacht über war da nichts los. Das hier waren dann auch alles die Köder hier, westsibirische 1. Ich bin einfach einen westsibirischen nach dem anderen durchgegangen. Also angefangen von dem 1er bis dann hin. Ja, hier war alles noch mit dem 1er. Dann kam irgendwann der Wechsel zum 2er und so weiter und so weiter. Also schön einen nach dem anderen durchgegangen. Und letzten Endes war das aber alles sehr keterlastig. Und ich muss sagen, es war gar nicht so schlimm, denn die Keters waren ziemlich schwer. Das war alles hier oben an der Ecke.
Das ist die Stelle, die man hier direkt an der Furt ganz gut verwenden kann. Man wirft einfach hier so schräg rüber. Hier gibt es mehrere Kanten. Hier kann man gut einfach schon mal testen. Einfach eine Area, die immer wieder gut funktioniert. Und ja, wie gesagt, bei den Westsibirischen gucken wir mal eben rein. Das sind sie hier, Westsibirische in der F-Version. Das sind die kleineren mit hier 16 Gramm, 16, 17 Gramm herum, 7,5 Zentimeter, gar nicht so groß. Und das hier sind dann die deutlich größeren, die K-Serie. Da gehen dann allerdings auch schon deutlich größere Fische rein. Ich war jetzt hier nur mit 13,5 Kilo Fluorocarbon unterwegs. Wir gucken uns das Setup gleich auch nochmal im Detail an. Also das hier sind dann die Köder für die nochmal größeren Brocken. Allerdings ist Yama ja auch gerne ja ganz erfolgreich zu beangeln mit so mittelgroßen Ködern. Auch zum Beispiel die Hunter-Serie. Hunter-Serie Nummer 2. Die Dreier, die sind sehr klein. Die kann man tatsächlich auch manchmal an einer Belaya verwenden. Aber die Zweier Hunter-Serie, die passt hier schon mal richtig gut. Genauso wie die Vaikos. Und zwar hier die Serie von den Vaikos dann auch komplett natürlich in verschiedenen Farben, aber dann die Gewichtsklasse 14. 14 Grammer hier für die Yama auch wieder sensationell. Gerade hier der blaue, der gelbe. Also die klappen immer wieder gut, der grüne. Also das sind so, ich sag mal, die drei wichtigsten vielleicht. Und auch hier die kleineren, auch die gehen immer mal wieder so ein bisschen für die Belaya tatsächlich. 8 Gramm, ziemlich klein. Aber die 14er laufen immer wieder auch sehr gut hier an der Yama. Aber wie gesagt, schwerpunktsmäßig bin ich halt heute mit den selbstgemachten unterwegs. Und das Schöne ist, sie liefern alle. Sie liefern recht gut. Und jetzt heißt es einfach wieder testen. Der nächste Spot, die nächste Stelle. Jetzt gerade hier an diesem Punkt, wo man eben auch wieder verschiedene Gewässerkanten hat, verschiedene Ecken, wo halt gerne hier was reingehen kann. Wir können eben mit aufgrund des Gewichts auch fast bis drüben auf die andere Seite rüberwerfen. Das hier oben ist dann gleich die nächste Stelle. Hier ist die ganz schmale Ecke, wo man wirklich weit auch rüber kann und diesen gesamten Bereich hier gut abwerfen kann, wobei es hier auch manchmal ein bisschen gefährlich sein kann, denn wenn an der Stelle ein Königslachs auch mal reingeht und der nach dahin abhaut, gerade mit nur 13 Kilo Setup, was ich hier gerade habe, dann kann das schon mal gefährlich werden. Was natürlich auch immer wichtig ist fürs Yama-Angeln, verschiedene Führungsmethoden, also das A und O, das Spielen sozusagen im Game. Man muss tatsächlich auch mal ein bisschen spielen, und zwar die Art und Weise, wie man den Köder führt. Ob es jetzt ein einfaches Durchleiern ist mit Stop and Go, mit langen Pausen, aggressiv schnelles Einkurbeln mit langen Pausen oder. Also ganz viele Möglichkeiten, wie man hier die Köder, die Blinker eben auch durchzieht. Und das hat immer mal wieder Einfluss. Das heißt, wenn man an die gleiche Stelle wirft, 3, 4, 5 Mal, immer mit wieder verschiedenen Führungsmethoden, hat man immer mal wieder auch verschiedene Erfolgschancen oder auch tatsächlich mal verschiedene Fische dran. Guck mal, den hatten wir noch gar nicht in groß, aber auch nicht schlecht. Einfach hier auf dem Zander Kunstköder. So, ich gehe aber nochmal wieder zurück auf den Westsibirischen. Westsibirisch, genau. Und hier fange ich auch wieder an mit dem Einser. Und dann ziehen wir jetzt hier einfach nochmal locker durch. Glaubst du, ganz auswerfen? Doch, geht. Wir kommen gerade oben, zack, und sofort bis. Sehr schön, gutes Zeichen. Ich hoffe jetzt eigentlich gerade, um ein bisschen Kohle zu machen, Silberlachse, auf Rotlachse hoffe ich, auf Dollys zum Beispiel. Das sind eigentlich so die drei, die wären ganz nice, dass das hier klappt. Ich würde aber auch japanischen Saibling natürlich mitnehmen, wäre mega gut. Würde mir auch als Trophy noch fehlen. Also von daher, alles, was hier so reingeht und ein bisschen was anderes ist als Keterlachs, nehme ich gerne mit. Wobei auch da in der ersten Stunde hatte ich mit den Keterlachsen schon 230 Silber plus. Denn die Keters hier unten, gehen wir nochmal kurz nach der Fangzeit.
Man sieht es hier, 5 Kilo, 6 Kilo, 4 Kilo, 3 Kilo. Ich hatte gerade nochmal reingeschaut, kurz bevor ich gestartet habe. Hier 7,7, fast schon in Richtung Trophy. Ich hatte für den Kaffeeauftrag 3 Ketas mit 1,8 Kilo, hatte ich exakt einen, der da reinpasste. Das heißt also, die anderen, die waren alle deutlich größer, die verkaufe ich doch lieber so. Und ja, irgendwann geht vielleicht noch ein Keta rein oder noch zwei weitere mit 1,8 Kilo. Aber ihr seht, auch ein Keta-Lachs kann Kohle bringen, wenn sie groß genug sind. Und die waren jetzt, wie gesagt, alle auf die großen, nee, auf die westsibirischen in klein. Da sind dann eben die Ketas reingegangen. So, jetzt teste ich mal hier ein bisschen andere Führungsmethode. Übrigens, Wetterwechsel immer mächtig beeinflussend. Ich hatte gerade nur bewölkt und 16 Grad. Für heute war angesagt Sonnenschein und 20 Grad. Ja, richtig Sonnenschein ist nicht. Vielleicht so ein bisschen verdeckt hinter Regenwolken. Aber so wird sich das auch bestimmt gleich noch wieder ändern. Und dementsprechend ändern sich auch so ein bisschen die Vorlieben der Fische, was bestimmt, was die Führungsmethode angeht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber eben auch die Farben, ganz entscheidend. Geht man da vielleicht ein bisschen aggressiver rein, geht man eher mit natürlichen Farben rein. Normalerweise sagt man, natürliche Farben bei Sonnenschein, also dieses silbrige, dieses goldene, eher bei Sonnenschein. Und wenn es dann so hier aussieht heute, dann vielleicht eher ein bisschen aggressivere Farben nehmen. Und das testen wir auch nochmal. Das heißt, ich gehe jetzt hier gleich nochmal rein mit vielleicht ja diesem ganz intensiv roten Westsibirisch. Hier unten die beiden. Das ist doch was. 17 Gramm und zack, wieder raus. Übrigens von der Hakengröße, ich habe sie alle gewählt auf 1,0. Ich finde, das ist auch rein optisch, passt das noch ganz gut zusammen. Kann man, glaube ich, ganz gut so verwenden. Also nicht so übertrieben groß. Ich glaube, ein Einser könnte es auch noch tun, je nachdem, auf welche Fische man aus ist. Wenn man jetzt vielleicht eher so Rotlachse und sowas im Visier hat und vielleicht von der Schnur noch mal ein bisschen feiner und dünner unterwegs ist, dann auch zack, Biss. Na guck. Dann vielleicht auch ruhig noch mal ein bisschen kleiner reingehen, denn die Rotlachse sind ja dann doch auch ein bisschen kleiner und die reagieren auch sehr, sehr gut auf die selbstgemachten. Aber noch besser, wenn man eben mit feinem Setup unterwegs ist. Da auch gerne mal versuchen, in Richtung Ultralight reinzugehen. Oder wenn ihr da mit einem großen Setup unterwegs seid, einfach mit einem dünneren Vorfach. Auf volles Risiko, dass da dann doch vielleicht ein großer König dann reinschießt und ihr einen ewig langen Drill habt. So, auch wieder Keta. Ich werfe mal nicht ganz so weit aus jetzt hier, nur knapp bis zur Hälfte. Und auch hier jetzt nochmal ein bisschen, genau, ein bisschen treiben lassen. Ziehen, 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 treiben lassen. Und einfach ein bisschen rumspielen und gucken, welche Führungsmethoden funktionieren. Ich werfe auch gleich nochmal gegen die Strömung, also mehr so in diese Richtung. Und dann gucken wir mal, ob wir den nochmal deutlich langsamer durchleiern können. Aber so sieht es aus. Und so verwende ich jetzt zurzeit die selbst gebastelten Köder. Doch nochmal ein bisschen weiter. So, zack. Tempo jetzt nochmal schön runter, schön langsam durchleiern. Und ja, sofort schon Biss. Das ist natürlich gut. Direkt gleich nochmal testen. Also da vorne diesen Baum jetzt hier anwerfen. Und dann probieren, was da geht. Ja, und richtig gut, wie gesagt, ist es dann eben, wenn man einen Spot hat, wo dann die Rotlachse und Silberlachse reingehen. Beziehungsweise, wenn man einen Köder gefunden hat, vielleicht gibt es die ja hier auch gerade, nur ich habe noch nicht den passenden Köder gefunden. So, jetzt nochmal schön langsam. Ich versuche immer, dass unten die Action war, so ein bisschen flackert. Dass der Spinner sich richtig schön dreht in der Strömung, richtig Action macht. Oder der Blinker jetzt in dem Fall. Und dann gucken, was geht. Und locker durchleiern. Ja, so viel zum Yama-Angeln mit den selbstgebastelten. Ich probiere noch ein bisschen weiter rum. Noch fehlen mir hier die seltenen. Noch ist das nicht für mich so der Hotspot für die seltenen. Und auch der Köder auch noch nicht so ganz ideal. Kohlemäßig trotz allem gut. Der Silberlachs hier, gucken wir da gerade nochmal rein, war auf dem Zander Kunstköder, der ganz normale, immerhin schon mal ein ganz schöner Kandidat. Also das nicht so verkehrt.
Die Dolly war auch gerade auf dem Zander. Vorhin war nochmal eine Dolly auf dem westsibirischen 1. Die ist auch schon reingegangen. Und so ein paar kleine Silberlachse, ja, die sind nicht weiter relevant. Was ich interessant fand, waren auch die Buckellachse, auch hier auf dem westsibirischen 1. Auch nicht verkehrt, also die nimmt man natürlich auch gerne mit, wenn man davon mehrere fangen kann. Das hier unten, wie gesagt, nochmal war direkt hier am Camp. Und die anderen, die waren jetzt alle hier. Und das nächste Mal, das heißt jetzt am nächsten Morgen, dann stehe ich gleich hier an der Spitze. Und dann wird hier einfach wieder abgefächert, der gesamte Bereich. Und danach geht es weiter, einmal hier unten hin. Das abfächern, dann geht es hier rüber, auch eine ganz klassische Stelle, hier oder hier, dass man die Area abfächert, hier unten kann man abfächern und dann wäre es hier mit dem nächsten Spot. Also zu all den Spots gibt es tatsächlich auch schon jede Menge Videos auf dem Kanal, auf der Playlist zur Yama, einfach mal reingucken, da gibt es immer wieder verschiedene Stellen, verschiedene Köder, die funktionieren, die einfach mal anschauen und nachmachen und testen, denn nichts anderes mache ich hier auch, hinrennen, probieren, ob irgendwo was geht und weiter probieren und hoffen, dass irgendwann mal die dicken Brocken reinrasseln. Also, Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Und ja, das immer live auf Twitch und YouTube gleichzeitig. Bis dahin.